sind wir mal wieder. Let's go. Schau mal, dass wir den Level kriegen. Moin. So, machen wir da noch die fette Kiste kaputt. Okay. Okay, wir haben schon ja, vielleicht irgendwie was gekriegt. Tun wir es, wir hätten wie was kriegt. Das klingt besser. Das klingt besser. Tun wir einfach so, wie wir hätten wie was kriegt. Ja, moin. Oh, dann komm her, Alter. Dann komm her. Dann zerfick bei dir, dann zerfick bei dir. Passt. Oh, ideal. Dann mach gute Kombo. Dann mach gute Kombo. Na, moin. Da war was sonst. Hi? Ja, Mann! Arrow Fist! Der Fist, der dir was geschissen hat. Netter Auftritt. Alter, das muss man schon sagen. Guter Auftritt von ihm dann. As much as I appreciate a timeless weapon like yours. Das ist schon besser als die erste Staffel. Das. Oh Mann. Aber die zweite war der Devil-Niveau. Das muss ich schon zugeben, aber da muss ich schon sagen. Erste Staffel war richtig scheiße. Aber die zweite Staffel war der Devil-Niveau. Und dafür liebe ich die Serie, weil. Alter! Die ist gleich auf. Zweitlieblingsserie gestiegen, also von den vier, fünf mit Defenders, weil Defenders am Ärzte. Sag mal so, Defenders ist trotzdem noch immer die Nummer 3. Ja, doch wieder mehr. Also, da haben sie sich wirklich definitiv bemüht, wenn der Devil am Start war. Und das hat man auch richtig gemerkt. Das hat man richtig gemerkt, dass sie sich da übelst bemüht haben, wenn der Devil da am Start war. Das habe ich richtig genossen, das muss ich schon sagen. Das habe ich richtig genossen. Die Serie ist. Ich fand das irgendwie schon gut. Nur ein bisschen. Ja. Ich fand die Zusammenführung war urgeil, aber so der Rest dann so. Allein der Gegenspieler. Sagen wir es einfach so, das konnte man definitiv besser machen. Definitiv von einem anderen Gegner als wie Electro. Das hätte man definitiv machen. Aber sonst, war schon, Defenders war schon gut. Jedenfalls definitiv als Iron Fist und Luke Cage, erste Staffel, aber zweite Staffel habe ich auch gut. Ich muss wirklich sagen, die Düchte ist eigentlich. Voll japanischer, ja voll! Ja, da müssen wir das Ranking ja wieder noch komplett hinschmeißen. Na, ich muss sagen, Punisher war bitte. Weil ich finde, man muss wirklich die zweite Staffel von Iron Fist gesehen haben. Dann, also erste kommt Daredevil, dann kommt Iron Fist, dann kommt Punisher und Defenders und so und dann kommt Luke Cage und dann kommt Jessica Jones konnte ich mich noch nie irgendwie da so. Es ist eine gute Serie. Sagen wir so, es ist eine gute Serie. Aber ich komme damit nicht klar. Sagen wir so. Sie ist mir ein bisschen dann. Zu fad, ja, sagen wir es so. Sie ist mir dann stellenweise wirklich ein bisschen zu fad. Oh ja, das kann man so sagen. Ja, ein bisschen zu fad, was auch okay. Es war einfach dann nicht zu meins. Obwohl ich die erste Staffel eh gefeiert habe, aber. Ja, da hat man auch viel währenddessen gemacht. Weißt du, was ich meine? Man hat nicht immer nur Serie geschaut, also so durchgehend wie so ein Haus des Geldes mäßig. Nein, da hat man eher so ein bisschen auch so nebenbei gemacht, Wäsche aufgehängt, Geschichtsbüro, so was Typisches, was?
sowas in der Richtung. Aber nicht so, dass du jetzt gesagt hast, dass du mich zögert. Einfach was. Was Angenehmes. Ja, 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 kann man so sehen. Das war was Angenehmes. Zum Schauen. Du musstest jetzt nicht 100.000 Sachen mitkriegen oder sonst irgendwie so, du bist die geil. Oh ja, ein paar Geist-Szene ganz sicher. Aber das meiste. Ja. Hast du überspringen können. Sagen wir so. Das meiste hast du überspringen können. Ach, gut erwischt. Das müssen wir schon sagen. Ich kann es ja eigentlich gar nicht glauben, nach den ganzen Jahren, wie man so lange gewartet hat und dann kommt endlich mal so ein Teil und was? Du denkst so, ja, nein. Oh Mann, ja! Diki, yay! Alter, bist der Wichser, muss den urgeil Auftritt haben. War ja eh klar. Oh yes. You're welcome to follow me. Das ist ja gar nicht mehr mit ihm. My radar sense gives me an advantage. Oh, God. Sense where their triggers are. Geil! Ich kann auch einfach drüber? Ja, ich kann auch einfach drüber schwingen! Yay! Ach du Scheiße, geil! Ich schwing mich einfach nur so drüber. Na moin! Ja, das kommt davon, wenn einfach die Charakter nicht so heftige Fähigkeiten haben. Da muss man sie natürlich mal. Oh, das kann ein bisschen kompliziert werden, das Kämpfchen. Aber solange sie sind, ist es besser. Das ist besser. Und Schöpfer findet wieder mal in der Luft bleiben. Sonst kann ja eh nichts passieren. Kann ja eh nichts passieren. Oh, okay, okay. Ich hab die Armee schön eingenetzt. Okay, das sehe ich ja. Aber gut erwischt. Gut erwischt, das muss man schon sagen. Warte, jetzt mach ich mal was. Ja, perfekt. Dann nicht immer nur angegriffen werden, das ist nicht schön. Ja, nicht immer schön. Oh, jetzt muss man da weg langsam. Definitiv. Na, warte, jetzt zerfliegt man den anderen Typen da. Na, warte. Ah, wir haben schon jetzt keine Kräfte mehr, fuck. Mist. Komm, der braucht eh nicht mehr so lang, Und der nächste braucht auch nicht mehr so lang. Yes! Perfekt. Aufpassen, wo wir hintreten. Oh, yeah! Oh nice, der kommt fix ins Team. Der kommt fix. So, Teamauswahl und ich werde wahrscheinlich eher am Auswerfen und dass wir ja eine kriegen. So. Ich glaube, ich werde diesmal auch vielleicht sogar den Ironman aushauen. Warte, wie stark ist denn dann der Dings? Ah, der. Naja. Das mit diesem A und B, das ist so ein Blödsinn auf der Switch. I'm ready to present my case. So, ja, wow, ein Levelunterschied ist jetzt nicht gerade wirklich tragisch. Warte, vielleicht. Oder warten wir von wieder auf einen neuen. Ja, warten wir wieder auf einen neuen Charakter. Und den werden wir sind alle nur in Rot. Was für ein Zufall. Oh shit. Ja, warte jetzt. Ja. Sorry, aber ich komme einfach nicht mit diesem Scheiß. Ich komme einfach nicht damit klar.
Oder immer sehr. Das haben wir genau. Jo, ich wollte schon eigentlich schon fast sagen, immer sie sagen, damit. Vielleicht noch ein bisschen auf, vielleicht tun wir dann auch. Daredevil, nee. Sagen wir mal Spider-Man. Ah, sagen wir mal Spider-Man. Groß und stark werden, dann können wir ja noch immer weiter. Lieber Chaos oder machen wir da klar? Ah, nee, 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 das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Kraft ausrüsten. Ist eine gute Frage, wann wir halt dann natürlich eine neue Kraft überhaupt kriegen. Ja, gehen wir da bei. Ah, kostet eh noch einen 10. Ja, dann, wenn es eh noch einen 10er kostet, na, dann ist perfekt. Weil dann gehen wir da noch und tschüss, Papali. So. Nehmen wir den nächsten Charakter? Ja, nehmen wir gleich den nächsten Charakter. So, mein Freund, du sollst. Ah, bei dir kann man. Ah, scheiße. Ah, dieses Herumgedrücke mit A und B, das pisst. Das ist nicht normal, Leute. Das ist nicht normal. Ah, dann gehen wir. Da werden wir glaube ich ja nicht so wirklich was haben, oder? Naja. Ja, und du hast doch noch genau 4, alles klar. Okay, dann können wir ruhig. Dann war. Nee, passt. Es hätte ja sein können, dass er vielleicht auch ein anderes Kostüm hat. Warte mal das anschauen. Wie ist euch das Gefühl, dass jetzt gleich ein Elektro oder so irgendwie kommen wird? Alter, machen die jetzt gerade so Ritual, damit sie wiederbelebt wird oder was? Oh, wie nett. Ah, yes! Invoking can stay in hell. I'll send you there to greet it instead. It is too late, assassin. The beast is coming. And you shall be its vessel. Oh, nice. Wie nett. Na dann besuchen wir sie ja mal in den Fängen von weiß Gott was von, also von irgendwas, also wir kämpfen mal. Ja, mal so. Okay, wir müssen erstmal definitiv mal die Wichser da besiegen. Dann schaut schon mal gut aus für uns. Ah ja voll. Sollten wir da nochmal die neue Attacke dann auch gleich rausbekommen? Die neue Attacke, die so abgeht. Das ist was Feines. Das ist was Feines. Kann man gleich mehrere Gegner auf einmal fertig machen? Das ist schon was Feines. So wird wahrscheinlich natürlich sehr viel verbraucht werden, aber das ist halt. Das ist normal. Ah, da haben wir noch einen. Mal vielleicht umso mehr Kräfte haben können wir dann vielleicht auch umso mehr bessere Spezialattacke dann durchführen. Dann später. Oh, wieder Level up. So, schauen wir sie unseren neuen Hammer an, was der so am Start hat. Okay, da kann der ganz normal so und dann. Oh, weg da. Was? So, dann hat er mal diese Bodenattacke. Das bin ich auch nicht schlecht. Ja? So, was ist denn das? Ah, okay, dann macht er einen Chance mit. Ja, was ist die Frage? Ah, ja, da habe ich mir definitiv schon mal besser vorgestellt, dass das zu schnell und das Ganze hier ein bisschen leimender sein wird, aber ja. Schauen wir sich dann die nächsten an. Ich bin halt jetzt einfach schon eingeübt mit Spider-Man, ist eh klar. Das ist natürlich ein bisschen rush. Komm, jetzt geht's aus. Holy shit.
Oh, hat definitiv was kurz gemacht. Ah, kann ruhig herkommen, kann ruhig herkommen, kann ruhig herkommen. Komm, moin. Oh, perfekt. Die gleiche Kombi. Komm, moin. Ja, machen wir Spidey. Spidey macht ja mal den hier. Und tschüss. Warte, dann machen wir eine andere Attacke, damit sie wenigstens auch wirklich gescheit getroffen wird. Komm, moin. Schade, dass wir kommen dürfen. Sonst. Oh shit. Wollen wir dadurch noch stärker werden? Ideal. Stand in my way, and I promise that your fate will be the same as theirs. Okay, alles klar, yay! Wir haben einen neuen Begleiter.